So, wieder da. Ja, was hab ich verpasst? Noch nix. Wenn ich schnell einer rauchen. Ach so. Jo. Hätte ich dann auch mal eben noch machen können. Ach so, ne, dann gerne rauchen. Aber denk dran, nicht so lange, ne, wegen AFK und so. Ja, ich suche auch gerade eine Stelle, wo ich mich setzen kann. Ja. Der braucht was. Kannst du so auf sich? Ach nö, jetzt hab ich nichts mehr zum Sitzen. Hm. Bis gleich. Jo. Jo, ihr Lieben. Ja. So. Ich wollte gerade sagen, wenn raucht wieder so lange. Okay. Ja. Malzbierflasche platzieren. Hey. Thanks to you, LeChuck has withdrawn and Root Beer has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last. We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business here on Mele Island. When you are ready to depart, return to me here. I shall be waiting. Oh. Okay. Okay, was hat sich jetzt geändert? Kann ich in den Topf? Ich glaube, die Leute sind alle wieder da. Ah. Okay. One's in peril. LeChuck has come to know the Sea of Thieves and envies the power and status of its pirate lord. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island, and only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan. And when the time is right, I sense they will seek your help once more. Hast du da jetzt oben reingeguckt, ja? For now, I shall return to your ship. Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repays it. Alles klar. Die Reise nach Lily Island. Seemannsgarn abgeschlossen. Ja. Okay. Ah. Ich würde sagen, wir reisen. Aber da war doch noch eine Seilbahn und Zeug. Ich werde gerade von diesem Schiff geportet. Ja, wir driften. Okay, dann würde ich sagen. Da kommt die Gnu, macht den Captain. Setz mal Segel und ab zum Handelsposten. Die Fische und so sind aber jetzt weg. Also man kann da gar nichts mitnehmen.
Hä? Könntest du jetzt den Kartentisch steuern, obwohl ich da dran war? Ja, hast du dich verwendet, Karten? Wie? Was suchst du? The Devil's Thirst? Das mit dem Strand? Aber das ist der komische Vulkan da unten. Ja, das geht schon. Gut, wir müssen nach Südwest. Südwest müssen wir hin. Bitte mal, let's go, ne? Sind wir geankert? Check mal eben. Jo, sind wir. Jo. Mitten auf der See. Ja, so. Aber da ich noch schnell. Der Captain wieder, ne? Der sitzt da einfach rum. Was hat jetzt mit Monkey einfach Island? Richtung Süden. Monkey Island, ja. Was war da Richtung Süden? Direkt Richtung Süden erstmal. Ich weiß nicht, ob das da schon wirklich alles war. Da war ja noch ewig viel hinten. Ich habe zwei Zelte gesehen und keine Ahnung. Genau. Ja, wahrscheinlich ist das das erste Buch, was wir jetzt abgeschlossen haben von Monkey Island. Da gibt es bestimmt noch mehr. Kann sein. Ja, das trinke ich auch. Aber das werden wir dann wahrscheinlich andermal machen, oder? Weil, guck mal jetzt. Wir holen jetzt noch auf jeden Fall den Schatz. Den können wir noch abgeben und dann, ja. Und wer arbeitet da gegen mich? Was? So stehen die Segel gegen den Wind, ne? Ja, das macht nichts. Das ist genauso schnell, als wenn du voll in den Wind drehst. Okay. Ja. Lacht um die Sea of Thieves. Geh mal hoch in den Haus, guck. Eieiei, jetzt wird hier spannend. Ja, schon klar, weil beide sind. Uiuiui. Na, jetzt kommt erstmal Seegang. Ah ja, dann ist es klar. Also. Also wir müssten eine Insel finden mit einem, ich glaube Vulkan ist das oben so. Nee. Nee? Oder auf jeden Fall hier so ein Berg. Namen, falscher Name war das. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wohin? Einfach mal, ja. Südost kann ich einschlagen. Also, mal ausgucken, sehe ich hier nichts Besorgniserregendes. Nur ein Schiff weiter weg. Links von uns scheint ein Wrack zu sein. Da könnten wir mal eben tauchen gehen. Ja.
da hinten zwischen die Felsen meinst du? Noch? Sah zumindest mal so aus. Wie weit noch? Wir schauen noch ein gutes Stück weiter. Zack, er kommt runtergerutscht und fällt in die Lücke. Ja, wupp, weg. Ah, oh, Devil's Ridge, oder was wir sehen. Eine Musik macht. Ja, Wir brauchen mehr Bass. Einsammeln, die Drohnen. Nee, naja, ich sammle das halt meistens, wenn wir so am Vorbeifahren sind. Harpunieren einfach, na, einer muss es dann wegnehmen, dass er wieder die Harpune weiter schießen kann. Ja, aber wir waren ein bisschen sehr schnell.
Ja gut, ich hab's auch recht spät gesehen. Normalerweise sehe ich die Geier da nochmal drüber. Happy birthday to you. Ja, passt doch. Wir sind Piraten, ey. Alles Gute zum Geburtstag. Also wir hätten auch die Titanic gefahren können. Das Schiff hat gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert, würde ich sagen. So, sind wir noch auf Kurs? Mal ein bisschen nachziehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mal eben nachladen. Ich komme nicht mehr raus. Jetzt. Ich bin runtergefallen. Wolle Fischer? Ja.
bin direkt nüchtern. Okay. Ja, wer kommt denn da ins Gesicht? Ja. Also muss ich sagen, für die Comic-Grafik haben sie echt gut hingekriegt, und mehr auch, ne? Ja gut, aber ich sag mal, das ist, also dafür, von der Grafik her, ist schon geil, ja. Oh, ich bin runtergefallen. No, ciao. Auf dem Rückweg holen wir dich ab. Ja, ich glaube, wir sind schon zu weit. Nee, du brauchst bis zu der Meerjungfrau, ja, ja. Mann. Ich weiß. Ja, wir sind vorbei, wir sind vorbei. Alle drei zum Anker. Ne, wir müssen das umdrehen. Mach ich. Zum Anker. Ich hab ja schon hart eingeschlagen. Durch den Anker zieht's normalerweise. Was machst du? Ja, links! Ja, ich hab in die andere Richtung. Ich will rechts rum. Jetzt müssen wir wieder auf Kurs sein. Okay, wie lange? Ich hab keine Ahnung. 10 Minuten? Ja, also Ben, das musst du noch üben. Du musst sagen, 10 Minuten Nordost. Wenn die 10 Minuten rum sind, müssten wir da sein. Oi. Ja, doch. Weißt du, wie die früher navigiert haben? So wie wir. Ungefähr eingeschlagen und dann gib ihm. Ja. Zwischendrin einfach mal alle, die ganze Besatzung einfach mal besoffen gewesen. Keiner kümmert sich ums Schiff. Witzig ist immer, wenn wir alle unter Deck sind und saufen. Und braten und keine Ahnung was machen. Und dann. Knallt. Alle gucken sich gegenseitig an. Wer steuert eigentlich das Schiff? Okay, ich geh mal gucken. Genau. Festbeleuchtung nochmal, ja, dass man sie das gleich sieht. Fahren wir eigentlich hin? Zu dem Schatz, was wir noch haben. Im Missionslog. Ja, wo wir gerade vorbeigeflogen sind. Dann sollten wir jetzt mal langsam nach Westen einschlagen. Devil's Ridge heißt die Spinne. Ja. Wir sollten nach Westen einschlagen. Westen. Voll Westen? Ja. Voll Westen. Da ist noch. Hart Backbord. Ja.
Ja, das passt. Ja. Bisschen, ja, leicht dicker Nord. Die Insel liegt jetzt west, nordwest. West, ja, nordwest. Passt. Ja, die Insel ist das da. Die Karte. Fang genau drauf zu, 12 Uhr. Ja. Schalte mal groß. Auch dieser Sternenhimmel, einfach schön, einfach schön. Ja. Das ist am geilsten an dem Spiel, das Ambiente so irgendwie. Ja. Das haben sie echt gut hingekriegt, ne? Also Schiffe sind jetzt nicht zu sehen. Wir könnten ein bisschen links fahren an der Anlegestelle. Ein bisschen weiter nach links. Also keine Anlegestelle, aber das ist ein guter Strandabschnitt. Ja, direkt 12 Uhr jetzt. Achtung, vor uns ist die Steine im Wasser, 12 Uhr. Da ist einer am Was? Strand, ein Untoter. Dann noch 12 Uhr steuern. Ach, da kann ich noch. Oh, ich bin wieder. Haben wir wieder hingefallen. Wir sind zu nah. Okay, also Parkposition erreicht. No. Ja, dem Schiff geht's gut, alles gut. Also ich kämpfe schon mit dem Skelett hier, ne? Schrein des verfluchten Evers. Okay, ich hab den Captain vernichtet. Du hast ja Schädel, da nehmen wir doch auf, ne? Hier liegt noch irgendwie so ein. Könnt ihr mal zu mir kommen? Ich könnte dir Träger gebrauchen. Was ist denn du überhaupt? Na hier unten, ich hab schon mal den Captain getötet. Ah! Natürlich, hier kommen noch mehr. Hat er mir den Schädel? Ich glaube nicht. Hm? Wieso sagst du beim Tragen? Hier, das Skelett habe ich jetzt. Halten. Freunde gefunden.